So, die MS Astor in Bremerhaven. Neu renoviert. Die neue Innenkabine. Klassisch elegant. Zwei Betten, die sich auch zusammenstellen lassen. Netter Spruch an der Wand. Telefon. Und ein schöner Flatscreen-Fernseher. Zwei Schränke rechts und links. Platz für einen Koffer, ein Safe, das Duschbad, funktional, schön, gut. Das ist der Captain's Club. Wunderschön. Platz zum Entspannen. Klassische Musik. Nicht zu vergessen, eine wunderschöne Schiffsuhr in jeder dem zweiten Tanz. So, jetzt sind wir bei allem, was wichtig ist, nämlich Essen und Trinken. Das ist das Restaurant Waldorf, der Astoria. Und auch hier ist die Umsetzung des klassischen Stils gut gelungen. Bilder sagen mehr als Worte, deswegen halte ich jetzt auch mal meinen Mund. Ein Wort sage ich aber noch. Toll.
Senator Suite, einem der Highlights von der Astor. 46 Quadratmeter groß, modern ausgestattet, Flat-TV. Ein weiteres Highlight, das wunderschöne Badezimmer mit integriertem Flat im Spiegel. Sehr großes, schönes Bad mit Badewanne. Daran angegliedert ein begehbarer Kleiderschrank. So, die Sitzecke. Ein zweiter Flatscreen-Fernseher. Und direkt von hier begehbar der Balkon. Einen wunderschönen Blick nach vorne. Das ist hier der Überseeclub. Hier gibt es Buffetessen. Etwas bunter, aber wie ich finde, sehr gelungen. Ja, wunderbar, gleich Zugang zur Terrasse, zum Deck, zum Außendeck. Ja, der Pool ist heute nicht zu benutzen, wie ich sehe. Wunderbar, hier kann man frühstücken. Ja, aber ein bisschen gearbeitet wird natürlich auch noch. So, dann wird fleißig gefilmt. Wie wird es auch machen? Oben auch nochmal Tische und Stühle, Sitzgelegenheiten einfach, um auch den Außenaufenthalt genießen zu können. Ja, morgen geht es auch schon auf große Fahrt und ist, wie ich gehört habe, ausgebucht.